Hallöchen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen uns gerade auf den Weg. Wir fahren heute nach Deutschland. Wir haben das abgeklärt. Wir können einkaufen gehen. Ich brauche noch so einiges fürs Kinderzimmer. Und werde euch das nachher auch noch zeigen. Und ja, Wetter ist eher neblig, aber wir machen uns jetzt auf den Weg, sind gerichtet und ich melde mich von unterwegs. So, Outfit ist gewählt, Vogel ist eingepackt, Maske ist an, wir gehen jetzt. Wisst ihr noch, was ich im letzten Video gesagt habe bezüglich unserer Lieblingsfarbe im Outfit? Haben wir einmal den Beweis und zweimal den Beweis. Ich bin heute nicht so angezogen, aber wie gesagt, passt alles perfekt zum Kinderwagen. Wir sind wieder im Auto. Ich gönne mir jetzt erstmal Frühstück und einen Kaffee. Weil man ja da in dem Restaurant eigentlich nicht, also man könnte essen, aber wir wollten nicht. Wir haben jetzt ganz viel bei Edeka und bei DM geholt und auch noch ein Päckchen, was ich mir schicken lassen habe mit einer süßen kleinen Sache für die Babymaus. Und zu Hause werde ich euch mal zeigen, was ich alles gekauft habe. Und wir haben heute Abend auch noch Pizza essen geplant. Das heißt, wir müssen auch noch einen Teig machen und dann gehen wir noch zu Immis Mama vorbei. Da wird noch ein bisschen alte Kinderspielsachen verteilt unter den Geschwistern. Und dann gehen wir natürlich auch hin. Ja, und jetzt machen wir uns erstmal auf dem Heimweg und danach melde ich mich wieder. Wir sind zu Hause. Das ist unsere Ausbeute. Wir haben es, so. Man könnte auch sagen, ein bisschen übertrieben. Nee, brauchen wir alles. Ist eben vieles für das Baby. Aber jetzt erstmal ausladen. So, wir waren jetzt noch bei Immis Mama. Ist alles ein bisschen länger gegangen. Aber wir haben jetzt ganz viel Playmobil und ein Playmobil-Haus und alles für später einfach mitgenommen, weil sie alles aussortiert hat, was sie nicht mehr braucht und nicht mehr wollte. Und wir haben jetzt ganz viele Sachen mitgenommen für unsere Kinder, unser Kind, für später zum Spielen. Aber ich wollte euch ja noch erzählen, was ich heute bei DM geholt habe. Und zwar sollte das jetzt, glaube ich, der letzte Einkauf gewesen sein, bevor die kleine Maus kommt. Und drum war das eigentlich auch wichtig, das jetzt zu machen. Wir starten direkt mal mit etwas, was eher wichtig für mich ist. Ich habe hier so Maxi-Binden geholt von Jessa, von der Marke. Ich habe keine Ahnung, ob die was sind, aber die sind extra lang. Ich denke, die kommen dann eher nach diesen riesen Binden. Dann habe ich mir so Betteinlagen geholt, weil ich mir sagen lassen habe, dass das vielleicht gut wäre, wenn ich das ins Bett lege. Nicht, dass mir auf einmal die Fruchtblase platzt und die ganze Matratze voll ist. Vielleicht kann man die nachher auch noch verwenden fürs Babybett oder wobei dann ist wiederum die Luftzirkulation ja nicht das gleiche. Aber vielleicht kann ich die auch auf der Höhe vom Stillen, von der Brust hinlegen, dass da keine Unglücke passieren. Mal schauen. Und sonst haben wir die einfach. Irgendwann können wir sie vielleicht brauchen. Um noch kurz auf dieser Schiene zu bleiben, habe ich mir hier noch von Always so Organic Cotton Binden geholt. Die Oberfläche ist 100% aus Biobaumwolle und ich habe mir jetzt die Größe für die Nacht geholt. Die kann man sicher nachher auch noch gut verwenden. Einfach, dass es auch ein bisschen besser ist hier für unten rum. Man weiß ja nie, wie das nach der Geburt sein wird. Also habe ich gedacht, Biobaumwolle ist bestimmt nicht schlecht. Was habe ich noch für mich geholt? Für mich habe ich noch geholt diesen Bio-Stilltee von Babylove mit Anis, Fenchel, Kümmel, Melisse, Zitronenwerk.
Zitronen, keine Ahnung was. Riecht echt widerlich. Ich hasse Anis, ich hasse Kümmel. Blablabla. Aber wenn es fürs Baby und fürs Stillen gut ist, werde ich das wohl auf mich nehmen. Des Weiteren habe ich für mich gekauft eine Brustwarzensalbe. Anscheinend ist das auch was, was man bitte gerne zu Hause haben soll, wenn man vorhat zu stillen, weil sie am Anfang vielleicht nicht so angenehm ist und nicht so klappt. Habe ich mir mal so eine kleine geholt. Wenn es dann wirklich was ist und ich die wirklich brauche, kann ich mir dann immer noch eine andere dazu holen. Dann habe ich noch für mich wieder diese zwei Riegel geholt von Pro Futura Mama. Einmal diesen Müsli-Riegel für Stillende und einmal diesen für Schwangere. Den habe ich euch auch schon mal in einem Haul gezeigt. Jetzt habe ich mir noch den für Stillende dazu geholt. Die sind ja auch so ein bisschen haltbar. Darum kann ich die dann irgendwann auch mal wegputzen. Und dann habe ich mir hier noch so von Alana Stilleinlagen gekauft. Ich weiß nicht, ob die was sind, aber ich fand, die haben sich echt gut angefühlt. Die sind vierlagig, wird sehr wahrscheinlich nirgends hinreichen, weil ich da mehr brauchen werde. Aber mal hier diese zwei Stilleinlagen, die sind waschbar. Und eben ist auch natürliches Produkt. Probiere ich es mal mit denen und wenn das nichts ist, probiere ich die am nächsten. 100% Baumwolle und kann man 95 Grad waschen. Das ist, glaube ich, jetzt mal so mein Turm. Mehr gab es für mich nicht. Fürs Baby, beziehungsweise einfach so Utensilien, was man braucht fürs Baby. Anscheinend ist es ja besser, man hat einmal eine Aptamil-Prämilch zu Hause, wenn das mit dem Stillen nicht so klappt, wenn man zufüttern muss. Leider gab es keine kleineren Schachteln. Die haben wir jetzt mal gekauft, einfach, dass wir da ausgerüstet wären, wenn wir das brauchen würden. Und haltbar ist das Ganze auch bis im Februar 2022. Also dann schauen wir mal, wann wir das in Einsatz bringen. Und wenn sie jetzt wirklich aus der Flasche trinkt und wir dieses Pulver gebrauchen, habe ich noch so eine Bürste gekauft. Das ist 2-in-1, eine Flaschen- und eine Saugerbürste. Da hat man hier hinten so eine kleine Bürste und hier vorne die große Bürste. Die werden wir auch aufbewahren, bis wir sie brauchen. Und dann haben wir schon einige Fläschchen geschenkt bekommen, Glasflaschen. Da wollte ich mir einfach neue Aufsätze dazu holen, also neue Sauger, weil ich das einfach hygienischer fand. Da haben wir einmal Fläschchen von Avent bekommen. Da habe ich jetzt keine Sauger gefunden, die von ab 0 plus sind. Da hätten wir die Flasche wieder dazu kaufen müssen. Also habe ich mal einen Monat plus genommen. Und dann haben wir auch noch Fläschchen von Nuk geschenkt bekommen. Da habe ich jetzt 0 bis 6 Monate in der Größe S für Tee oder Muttermilch. Mal schauen, wie das wird. Keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, ob das Mist ist, was ich hier geholt habe oder ob das was Gutes ist. Dann haben wir noch gekauft einige Packungen von diesen Wickelunterlagen. Und zwar, dass wir die auch immer dabei haben können, wenn wir unterwegs sind. Können wir vielleicht auch noch ein paar bei meiner Mutter deponieren. Dass wenn da bei ihr gewickelt wird, dass wir nichts dreckig machen. Und eben können wir die auch hier bei uns gebrauchen, weil man weiß ja nie, ob da mal was daneben geht. Und da haben wir jetzt ein paar Packungen gekauft. 4 Stück. Was ich gerade noch in der Tüte gefunden habe, ich habe jetzt auch von Frosch noch so eine Baby-Spülreinigerflasche gekauft. Ist einfach hypoallergen und da kann man die Schnuller und die Flaschen einfach mal gut abwaschen und wir werden dann vielleicht direkt mit dem abspülen. Habe ich einfach auch nochmal mitgenommen, dass wir das schon zu Hause hätten. Bei dem ganzen Desinfektionskram war ich echt überfordert. Da gibt es so viele Sachen. Ich habe jetzt einfach mal so ein Hygiene-Handgel genommen für 99,9% der Bakterien. Spezielle Viren werden beseitigt. Also grundsätzlich einfach, dass wir hier auch nochmal was am Wickeltisch stehen haben. Und vielleicht auch, wenn Besuch kommt, dass die vielleicht Hände waschen und dann einfach mal kurz mit diesen Hygienehandgel ihre Hände reinigen. Und zum Wickeln habe ich noch Reinigungswattepads geholt. Sind auch 100% Baumwolle, 60 Stück.
dass wir einfach auch noch so ein paar von denen da haben. Und dann schauen wir einfach mal, mit was wir dann am besten wickeln. Ich möchte auch noch so kleine waschbare Lappen kaufen. Und wir haben noch so Tücher. Und jetzt haben wir auch noch eben diese Wattepads. Und dann werden wir mal sehen, mit was wir am besten zurechtkommen. Das war alles, was ich bei DM geholt habe. Diese Sachen werde ich jetzt einfach mal hier im Kinderzimmer in den Schrank packen. Und in knapp 2 Monaten wird das Ganze dann zum Einsatz kommen. Die Zeit rennt wirklich. Ja, und dann habe ich heute noch ein Päckchen bekommen und das wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Und zwar habe ich von der lieben Alina, sie heißt auf Instagram Malu, eine Mütze bekommen. Beziehungsweise ich habe die machen lassen, also ich habe die selber gekauft. Ist halt Werbung, aber selbstgezahlte Werbung. Und es war so süß verpackt. Mit Liebe verpackt stand da drauf. Und ich habe eine Mütze bestellt für unser Mäuschen. Aber diese Mütze wird wohl erst später zum Einsatz kommen. Sie ist noch relativ groß. Und ich fand die einfach so toll, als ich die gesehen habe. Die ist so in altrosa und hat diese Aufschrift Hey drauf, ist handgefertigt. Und da freue ich mich schon, wenn sie sie anhat. Die Größe ist 0 bis 6 Monate. Und dann schauen wir mal, wann da ihre Birne reinpasst. Ich finde, es ist recht groß, aber wir werden sehen. Das ist auch noch so ein Highlight von heute. Ja, mehr habe ich eigentlich gerade gar nicht zu erzählen. Das war unser Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein kurzer, knackiger Vlog. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Channel und aktiviert diese kleine Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn das neue Video online kommt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann werde ich euch, glaube ich, echt endlich mal das Kinderzimmer zeigen. Bis dann. Tschüss.